Wieso nicht? Da ist auch Brückpfeiler im Weg. Die Oberleitungen. Ja, ebenfalls. Ja, ich sehe schon, wir müssen hier noch ein bisschen höher gehen. Das wäre auch noch ein bisschen aufschütten. Ja, so. Toll, jetzt haben wir hier eine 93. Nee, das kann nicht im Ernst sein, nee. Ja gut, ist auch ein doofer Winkel. Wäre fast der Pfeiler wenigstens weg. Aus dem Weg. Vielleicht so bauen. Ja, steht immer noch auf dem Gleis. Könnte versuchen, ab hier aufzuschütten. Sie aufgeschüttet zu machen. So, hier die Brücke nochmals bauen. Einfach so. Schauen, was jetzt passiert. Setzt den Brückenpfeiler immer noch genau da hin. Sehr mysteriös. Gut, wir könnten natürlich auch die Brücke nehmen, würde auch gehen. Ja, immer diese Brücke fragen. Ich würde jetzt die nehmen. Hier so nehmen. Und dass wir da massiver runtergehen. Dass wir da irgendwie schneller rankommen. Weil es ist eh nur quasi den Verkehr vom vom Nahverkehr. Passt sogar. Hier noch aufschütten. Jo, warum nicht? Moment, wir müssen hier noch im zweiten Gleis weg. Ja, das habe ich jetzt nicht berücksichtigt. Wir müssen hier ja noch mit dem mittleren Gleis noch durch. Was fehlt jetzt noch?
Das Gleis muss hier auch noch raus. Jo. Geht eben noch. Auch ohne, dass wir hier groß basteln müssen. Nur, dass hier so abgeschüttet sein. Aufschütten. Ja, sieht doch nicht mal so schlecht aus. Jetzt mal sorgen. Auch das hier vorne ist ja wieder angeschlossen. Nur die Signale fehlen im Prinzip jetzt hier noch. Gut, dann können wir hier mit der Strecke weg. Müsste da oben hin. Noch ein bisschen mehr eindrehen. Auch 100 ist hier halt das Minimum. Ja, auf die 150 hochgehen. Ja, ist annehmbar die Strecke. So, hier geht es dann noch zu diesem Gleis raus. So angeschlossen. Hier gehen wir gleich auch mit. Können wir vielleicht noch ein bisschen weiter ziehen, wie es irgendwie geht. Geht auch. Gut. So, das wäre dieser Abschnitt. Wir brauchen noch die Signale, dann ist die Strecke eigentlich voll einsatzfähig. Jo. Ich denke, wir kriegen die heute noch ans Netz. Ja, war jetzt ein bisschen ein Gefummel und ein Gefrickel hier mit. Ich denke, das können wir so machen. Weil für die Teststrecke, für den Testzug brauchen wir hier eigentlich keine, ja, im Prinzip keine Personen am Bahnhof. Aber wir brauchen hier die Signale wieder. Signale. Und ich mit Rechtsverkehr. Ja, wir haben die auf der Seite. Gibt es hier eigentlich das Signal? Falls hier noch was daherkommt, hier machen wir aus
hier mal eins hin. Wir brauchen hier noch eine Weiche. Die hätte ich fast vergessen. Und zwar, dass wir hier. Oh, das sieht aber nicht sehr schön aus hier. Moment, stimmt die Verbindung hier so? Ich glaube nicht, weil die geht ja hier nur auf das eine Gleis. Ich glaube, das stimmt gar nicht so. Oder täusche ich mich da? Bin ich echt ein bisschen unsicher, was das angeht. Ja gut, das sieht man hier auf Google Maps nicht, weil die Karte nicht mehr so aktuell ist. Aber ich glaube, den Abschnitt können wir, glaube ich, nochmals bauen. Weil das hier stimmt mit Sicherheit nicht. Wie ich das hier jetzt gebaut habe. Ich denke, das geht hier so raus. Das geht hier mindestens einfach so raus. Und dann hier hoch. Mit dem Sickel ein bisschen entschärft hier. Also sieht es nämlich auch ein bisschen homogener aus, würde ich sagen. So, dann haben wir hier ein Signal. Ich habe das Glas schon wieder vergessen. Ich denke, es müsste dann so hier rüber. Das müsste in Ordnung sein. So, dann können wir hier ein Signal setzen. Das Signal braucht es nicht mal. Das Signal brauchen wir ja erst hier vorne. Hier kann er natürlich auch rein. Hier drüben durch. Das heißt, wir brauchen aus der Richtung Signal eigentlich hier. Hier. So. Ich denke, das müsste eigentlich genügen an Signalen.
Wie fährt hier die Linie jetzt? Die fährt da oben lang. Das wäre sogar korrekt. Hier fährt. Wir fährt nämlich hier lang. Diesem Gleis. Gut. Ja, jetzt können wir mal eigentlich eine Testlinie hier hinzaubern. Ich denke, das machen wir heute noch. Wäre ich sogar dafür, dass wir die mal haben. Ja, aber die werden wir einfach hier brauchen. So, was wir die könnten hier. Wir haben doch hier einen Testzug. Wir haben ja hier auch die andere Strecke hier hinten schon fertig. Das heißt, wir könnten einen Schnellzug nehmen. Der direkt von Wiel her senden, also direkt von St. Gallen sogar. Was haben wir da oben eigentlich für einen Bahnhof? Ist das ein... Also das ist eingleisige Terminal. Ist das das, Teil. Ah, das ist. Das ist doch die. Ja, klar, das ist der. Die Wende hier unten. Gut, wir stellen hier mal eine Linie. Wir könnten auch die Testlinie dazu verwenden. Mit dem Hybridzug. Das wäre so ein Kandidat, theoretisch. Dass wir den eben hier jetzt verwenden. Dass wir den jetzt von hier hinten mal hier hinschicken bei Wiel, dass er hier mal hält auf Gleis 3, auf Gleis 2, sorry. Dann fährt er hier weiter direkt nach Winterthur. Er fährt dann hier über Gleis 3 rein, fährt dann weiter eigentlich Zürich Flughafen an, im direkten Zug hinten. Wieso gehst du jetzt da unten lang? Na, das muss mir jetzt einer erklären. Warum fährt der da unten hin? Du solltest eigentlich hier rüber. Kannst du aber hier runter. Okay, da funktioniert irgendwas nicht. Haben wir hier ein Gleis nicht verbunden?
wo irgendein Gleis nicht elektrisch. Ich möchte den nicht nach Dietikon haben. Wieso nimmt der hier Dietikon? Ah, das ist Wassersdorf. Aber wieso geht der hier nicht lang? Wo ist das hier das Problem? Haben wir was nicht elektrifiziert? Es ist doch alles elektrifiziert, das Gleis. Ah, wir haben die Route gar nicht fertig. Ja, okay, dann kann er hier unten gar noch nicht rein. Alles klar. Brauchen hier noch die Gleise. Zwar die hier unten. Müssen wir noch verbinden. Den hier. Warum ging es nicht? So, jetzt müssen wir hier noch das Tunnel bis hier haben. So rein. Machen wir das gleiche noch. Bis hier hin. Jetzt da rein. Können wir das hier nämlich ein bisschen auf 130 machen, vielleicht. Jo. Geht doch wunderbar. So. Müssen wir hier noch Signale haben. Hier wäre wieder Ausfahrtsgleis. Einfahrt. Hier müssen wir eventuell warten. Hier gibt es zwei Gleise. Hier sind wir aber auch noch nicht fertig. Weil hier müssen die Züge ja reinfahren können. Die haben ja das Gleis noch nicht fertig konfiguriert, stelle ich gerade fest. Eieiei. Ein bisschen Fehler, die mir heute unterlaufen.
Jetzt hier noch das Signal. Ja, die Signale können uns jetzt zwar schenken. Aber eben, ich glaube, das habe ich schon mal erklärt. Ich mache die Signale hier einfach aus Schönheitseffekt. Nicht aus Gebrauch sozusagen. Weil aus Gebrauch braucht es das nicht.